Sparta ist unser Zuhause. Doch wir müssen den Marionettenkönig ausschalten, wenn wir Frieden finden wollen. Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Einer der Könige gehört dem Kult an. Aber also wer? Wird eine dieser Aufgaben eine Falle sein. Aber welche? Ui. Sag so etwas nicht in Hörweite des Palastes. Ich habe mit beiden gekämpft. Ich kann nicht glauben, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Wir müssen Beweise finden, bevor wir jemanden beschuldigen. Halte die Augen offen. Ja, Mutter. Zeit, nach Sparta zu gehen. Ja, es wird höchste Zeit. Moin moin, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed. Wir müssen mal hier wieder weitermachen, nicht? Ich befinde mich gerade in Sparta. Wir werden uns nämlich jetzt endlich mit den zwei spartanischen Königen treffen. Sprich, vor dem Thronsaal mit Myrine. Alexios, der einen Olympiasieg für Sparta gesichert und die Athener in Boeotien besiegt hatte, traf auf die beiden Könige und beschuldigte einen von ihnen, ein Mitglied des Kults zu sein. Das ist unsere Quest, die wir jetzt mal starten werden. Wir folgen der mal. Wir treffen uns jetzt erstmal mit Myrine, mit unserer Mutter vor dem Thronsaal, vor den Türen, ne, des Palastes dort hinten. Und ich bin ja mal ganz gespannt, was daraus wird. Ne? Es verspricht auf jeden Fall eine spannende Folge zu werden. So, gehen wir langsam los. 300 Meter. Ja, wir haben die beiden Aufträge erledigt. Ne? Jetzt müssten wir eigentlich unser Geburtsrecht einfordern, unser Haus wiederbekommen und ne, wir werden wieder Spartaner sein, spartanische Bürger. Mit Rechten. Allerdings, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Wenn wir jetzt einen von den Königen als Kultisten abstempeln und ihn sogar den Chaos machen, was ja eigentlich unsere Aufgabe ist, dürfte das mit dem Geburtsrecht hier ein wenig komplizierter werden. Ich weiß nicht, wie würden wohl die Spartaner hier darauf reagieren, wenn einer der Könige ein Kultist ist, einer der Könige, der schon seit Jahren hier an der Macht ist und wer weiß, wie viele guten Sachen der eigentlich schon gemacht hat. Wir wissen es nicht, ne? Es kann so oder so ausgehen. Also ausgehen. Entweder sind die Leute hier begeistert davon, dass wir ihn nachher umbringen oder auch nicht. Ne? Wer weiß, vielleicht kriegen wir unser Geburtsrecht ja doch noch. Wir reden einfach mal. Ne? Bringt ja nichts jetzt hier rum zu theoretisieren. Mutter, lass uns mal reden. Wir haben was Großes vor. Ich muss zu den Königen. Bist du bereit, unser Land zurückzufordern? Ja, natürlich. Das auch. Doch eigentlich bin ich hier, um den Kultistenkönig zu stürzen. Das auch. Du machst deine Mutter stolz, Alexios. Aber hast du auch genug Beweise, um ihn anzuklagen? Ich weiß auch nicht, von mir, wer das ist. Natürlich habe ich genug Beweise. Ich sollte noch mehr Beweise finden. Ich weiß gar nicht, wer der Kultist von denen ist. Der Alte, vermutlich, ne? Das ist jetzt etwas kompliziert. Wie war das mit dem... Lass uns nicht lange rumtheoretisieren. Wir gehen einfach rein, ja? Sicher. Ich hole die Ephoren und treffe dich im Thronsaal. Ich verlasse mich einfach darauf, dass Alexios seine Sachen hat. Wir sehen uns dort. Wer sind die Ephoren? Wir fragen mal, ja? Wer sind die Ephoren? Du erinnerst dich nicht? Nun, du warst damals noch ein Kind. Die 5 Ephoren werden von den Bürgern Spartas gewählt. Das sind doch die Arschlöcher, die sagen, ihr muss vom Berg gestoßen werden. Wenn du Sparta vor dem Einfluss des Kults schützen willst. Ja, wir sehen uns dort. Die Ephoren, Alter. Die Ephoren sind diese Oberhäupter, die entscheiden, ob Sparta in den Krieg ziehen darf oder nicht und solche Scherze. Worauf warten wir? Verzeiht, dass ihr warten musstet. Du hast die Ephoren gerufen? Oh ja. Hast du derart Erfolge vorzuweisen, um so viele Zuschauer anzuziehen? Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Wir sollen die Ephoren davon überzeugen, dass einer von diesen Königen, der ein Kultist ist, und den werden wir dann zur Rechenschaft ziehen, also in unsere Klinge schmecken lassen. Boeotien ist unter Kontrolle. Sparta hat einen olympischen Sieg errungen. Wir haben beides gemacht. Fangen wir mit olympischen Sieg an. Komm. Ich habe einen Siegerkranz für Sparta. Auch wenn ich selbst teilnehmen und ihn gewinnen musste.
Sehr gut. Doch was ist mit unserem Pankration-Meister Testikles? Er ist tot. Es gab einen Unfall auf See, bevor er teilnehmen konnte. Die Spiele sind nicht so wichtig. Was ist mit Böotien? Stentor und ich haben die Truppen der Athener besiegt. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wenn du nichts als gute Nachrichten bringst, wozu brauchst du dann die Ephor? Es war von schweren Anschuldigungen die Rede. Schwere Anschuldigungen? Gegen wen? Verdächtigt er den Alten? Oh, scheiße, Freunde. Oh, scheiße, Leute. Ich weiß gar nicht, wer von denen der Kultist ist. Archidamos oder Pausanias? Okay, Freunde, ich habe mal nachgeguckt nach Beweisen. Ich habe nach Beweisen gegoogelt, wer der Kultist ist. Ich habe mich damit auch natürlich spoilern lassen. Ich weiß, wer von den beiden der Kultist ist. Ich habe in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Wir haben diesen Kultisten Lagos gesucht. Ne? Myrene wollte, dass ich ihn sofort töte. Brasidas wollte, dass ich ihn erstmal verschone. Wegen den ganzen Kornkammern und diese Nahrungskette in Sparta und so weiter. Außerdem war das wohl auch mal ein Freund von Brasidas. Dieser Lagos, den hätte ich nicht sofort töten dürfen, sondern ihn quasi erstmal wegschicken, verbannen. Er hätte uns den Beweis gegeben, wer von den beiden Königen hier der Kultist ist. Das heißt, da ich ihn getötet habe, diesen Lagos, habe ich keinen Beweis. Und ich konnte es jetzt bisher nicht wissen, wer der König ist. Gut, jetzt habe ich gegoogelt nach Beweisen, habe das herausgefunden und nebenbei auch erfahren, wer der richtige Kultist ist, ja. Da müssen wir jetzt eben durch. Ich werde jetzt auch die richtige Antwort nehmen. Vorsicht, Leute, Spoiler-Alarm. Aber das werdet ihr sowieso erfahren. Der Kultist ist Pausanias. Ich habe aber keinen Beweis. Das ist jetzt das Problem. Wie soll ich das beweisen? Wir wählen einfach mal Pausanias aus. Komm. Ihr tut, als wüsstet ihr von nichts. Gegen euch, Pausanias. Sparta muss Pausanias loswerden, bevor es zu spät ist. Er ist ein Mitglied des Kults des Kosmos und ein Verräter an Sparta. Ein Kosmos-Kult? Was faselst du für einen Unfug? Soll das etwa ein Witz sein? Ich habe die Beweise. Ich habe Beweise? Ja, krass. Vielleicht hätte ich mal im Inventar lesen sollen. Auf jeden Fall hat uns Lagos nichts gesagt. Er ist zweifellos schuldig. Das beweist nichts. Die Ephoren sollten nur aus triftigem Grund gerufen werden. Dieser Mangel an Beweisen vergeudet nur unsere Zeit und ist respektlos gegenüber Spartas Thron. An dem Ankläger sollte zur Warnung anderer ein Exempel statuiert werden. Ich habe ihn erzogen. Bestraft mich, seine Mutter, nicht ihn. Wir gaben dir jede Chance, dich zu beweisen. Gewährten dir eine königliche Audienz. Und so dankst du es uns also. Das wird das ganz gefährlich, was Leute. Was sagt ihr, Archidamos? Alexios und Myrine der Akia. Eure Namen sind verflucht. Möge die Kryptia euch jagen und die Heloten das Fleisch von euren Knochen kratzen. Okay. Einverstanden. Ein sehr weiser Spruch. Schade, dass dich diesmal weder Maske noch Umhang retten können. Ihr wart dort? In Delphi? Okay. Er ist es also tatsächlich. Ja, das ist jetzt kompliziert. Wir werden inhaftiert, Leute. Ich glaube, es wäre scheißegal gewesen, ob ich jetzt Lagos am Leben gelassen hätte oder ich habe ihn ja getötet. Es wäre wahrscheinlich auch noch selber bei hinausgegangen. Krass. Das war's wohl erstmal mit dem Geburtsrecht, würde ich sagen. Scheiße. Okay, wir werden nicht inhaftiert. Die schmeißen uns einfach raus. Okay. Ja, ich habe gehört, dass ich irgendwann mal inhaftiert werde. Ich dachte, das wäre jetzt soweit. Pausanias hat sich verraten, bevor ich dort rausgezerrt wurde. Ja. Also ist er der Kultistenkönig. Du solltest dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Ja. Wenn du ihn erledigt hast, triff mich zu Hause. Mit Vergnügen. Krass. Ares hat mich erwählt, um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Aber du bist es nicht, Alter. Verlass dich drauf, Alter. Ich werde dich so dermaßen aufschlitzen. Mit dem Bürgerrecht. Ja, es wäre ja eigentlich ein schöner Gedanke, wenn wir wieder spartanischer Bürger wären und hätten unser Häuschen. Ne? Die Mutter kann da leben. Ich würde wahrscheinlich sowieso durch die Weltgeschichte ziehen. Aber die Sache mit dem König macht das alles sehr, sehr kompliziert, Leute. Egal. Wir verfolgen ihn. Und wir machen ihn platt. Ich glaube, das Bürgerrecht ist jetzt erstmal scheißegal. Ich speichere aber lieber vorher mal.
Wenn man jetzt tatsächlich... Da ist er. Wenn wir jetzt tatsächlich durch Sparta rennen dürfen, um den König zu töten, wir werden da nicht so einfach rauskommen, glaube ich. König Pausanias gehört dem Kult des Kosmos an. Ich gehe wieder rein. Wahnsinn, Leute. Wir gehen rein. Es wird doch eine spannende Folge. Wir infiltrieren Sparta. So. Pausanias ist immer noch in Lakonien, ja. Er wurde unweit des Hauses des Anführers im nördlichen Sparta gesichtet. Ist er wirklich noch in der Stadt? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Wir werden auf jeden Fall jetzt alles Mögliche raushauen dürfen. Betreten wir Sparta, haben wir die ganze... Boah, scheiße, ich sehe das gerade erst. 5 Kopfgeldjägerköpfe. Verdammt, die wollen 28.000. Ich meine, ich habe 205.000. Ich bezahle mal das Kopfgeld. Funktioniert. Hätte ja sein können, dass wir in Sparta die 5 Köpfe behalten, ne? So wie in Arkadien die 3. Diese stetigen Köpfe-Dinger da, ne? Kopfgeld. Ja, es wäre wirklich scheißegal gewesen, was ich mit Lagos gemacht hätte. Okay, der ist in der Nähe. Da ist Pausanias. Malakka. Malakka! Den holen wir uns. Oh Mann, wie ich das Wort vermisst habe. Malakka. Ich habe griechische Arbeitskollegen, war. Wir beschimpfen uns jetzt immer so. Malakka. Was? Er hat mich doch gerade irgendein Tier angreifen wollen. Ich halte mich mal ein wenig außerhalb. Weil ich den sehen finden möchte, bevor er mich sieht, ne? Assassin's Creed Style, Alter. Okay, das sind keine Soldaten, hier kann ich losgehen. Ich werde auch gerade nicht gesucht, komischerweise, obwohl sich jetzt ganz Sparta eigentlich gegen mich gestellt hat. Komm, komm, komm! Rufen wir erstmal unseren Kollegen hier. Mach! Wie gut kannst du kämpfen, Alter? Zeig, was du kannst. Komm schon. Ja, solange der gegen den kämpft, Alter, hab ich freie Bahn. Oh nein, scheiße. Wow. Komm schon. Fast tot. Nein, 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 nein. Ihr habt dich! Das war aber auch knapp. So. Ich hoffe, dass er selber den Beweis hat. Wenn er so doof ist. Bestätigen. Ast rein, Freunde. Ein blutiges Festmahl. Kultistenbeweis. Ja, 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 ja. Wir haben's. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir müssen nach Archidamos. Oh Mann, der wird Augen machen, wenn der erfährt, dass der tatsächlich einer war. Quests. Ja, wir sind immer noch gut dabei. Inventar. Das ist schon eine harte Nummer, ne? 20 von den Fragmenten. Ich glaube, ich brauche aber alle noch, ne? Dieser Brief beweist, dass Pausanias dem Kult des Kosmos angehört. Der hat tatsächlich den Beweis bei sich. Mann, sind die doof. Ich muss nach Archidamos. Jawohl, Stufenaufstieg. Komm, Archidamos, ich muss zu dir rein. Nein, 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 lass mich mal. Jawohl, wir kommen rein. Wir bringen ihnen den Beweis und mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Ich hoffe schlagartig positiv. Du wurdest zum Geächteten erklärt. Ich hätte gründlicher sein sollen, bevor ich Pausanias anhörte. Allerdings. Er ist ein Verräter an Sparta und seinen Ländereien. Und diesmal bist du dir sicher? Wo ist er, damit er sich verteidigen kann? Moes sagt nicht, dass er tot ist. Ich habe ihn getötet. Er ist fort. Ich sag das jetzt. Mal sehen, wie aggressiv der wird. Ich sah ihn sterben. Du hast ihn ermordet?
Komm, gib ihm endlich die Schriftrolle, Junge. Ich fand Beweise, dass er ein Mitglied des Kults des Kosmos war. Unbestreitbare Beweise. Dieser Brief wurde von Pausanias persönlich geschrieben und unterzeichnet. Er beschreibt den Fortschritt ihrer Pläne in Sparta. Ja, das endlich. Ist dieser Kult des Kosmos. Ja, er kennt ihn nicht. Das habe ich schon erfahren. Du hast ihn wieder und wieder erwähnt. Sonst müsste ich ihn kennen. Eine geheime Gruppe mit einem Ziel. Die Macht zu ergreifen. Sie nutzen diesen Krieg zur Stärkung ihrer Position. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pausanias Sparta die ganze Zeit nur benutzt hat. Wir haben so lange gemeinsam regiert. Ich spreche mit den Ephoren, um deine Aussage zu bestätigen. Doch wenn sie stimmt, hast du es verdient, dich wieder Bürger Spartas zu nennen. Sehr schön. Und natürlich das Haus deiner Familie zurückzubekommen. Wunderbar. Hab Dank. Eine Sache noch. Ja? Solltest du Sparta selbst regieren wollen, dann fordere mich wenigstens zu einem Zweikampf. Ich bin kein Herrscher, mein König. Die Ehre nehmen wir ihn nicht, ne? Wir sind ja kein Freund von irgendwelchen Machenschaften. Sehr schön, Freunde. Wir haben das mal ganz schnell geregelt mit Sparta. Das war auch gut so. Myrine. Er ist fort. Was denn? Hier lag ein kleiner Kaninchenschädel von deiner ersten Jagd. Echt? Warum sollte denn jemand nehmen? Es gibt nur eine Person, die ihn genommen haben könnte. Nikolaus. Als Erinnerung. Okay. Jeder könnte ihn genommen haben, aber aus welchem Grund? Ist eigentlich gar nicht so abwegig, dass Nikolaus den mitgenommen hat, ne? Er schämt sich nämlich dafür, was er getan hat. Mit dieser Schande wird er sein Leben lang zu kämpfen haben. Vielleicht hat ihn unser Wiedersehen an diesen Ort erinnert. Zumindest ist es mir so ergangen. Anscheinend war ich nicht die Einzige mit Heimweh. Ja, die ganze Sache war sehr kompliziert damals. Ich hoffe, ich störe nicht. Brasidas. Komm rein. Schön, euch beide wieder zu Hause zu sehen. Es fühlt sich gut an hier. Wer ist uns nicht böse? Du bist hier und nicht beim Drill? Was ist los? Ich breche so schnell es geht nach Pylos auf. Ich glaube, du solltest auch mitkommen. Warum? Ich habe viel zu tun in Sparta. Ich glaube, jetzt kann Myrine den Rest hier selbst erledigen, nicht? Ich helfe immer gern. Natürlich, wir sind doch hilfsbereit. Ich habe ja etwas gut zu machen. Was erwartet uns in Pylos? Ehre. Die Athener treiben in diesem Moment die Spartiaten zurück. Das wäre ein schwerer Verlust für Sparta. Ich kann nicht zulassen, dass es dazu kommt. Das klingt, als hättest du den Glauben an Spartas Krieger verloren. Sie sind so stark wie immer. Doch jetzt haben sie es mit einer Macht zu tun, die ihre Vorstellungen übersteigt. Was für eine. Du sprichst von Deimos? Ja, den Gerüchten zufolge. Eine Naturgewalt im Körper einer Sterblichen, die jeden Soldaten in ihrem Weg niederstrecken kann. Wenn Deimos in Pylos ist, müssen wir sie aufhalten. Ich warte am Schiff, aber beeil dich. Jeder Moment, der verstreicht, bedeutet den Tod eines Spartiaten. Unsere Schwester ist da. Cassandra ist in Pylos. Du musst sie zurückbringen, Alexios. Zurückbringen? Oder töten? Wir haben unser Haus zurück. Wir können eine Familie sein. Es ist nicht zu spät. Ein schöner Gedanke, nicht wahr? Ah, Deimos, Alter. Die hat ziemlich viel Mist gebaut, ne? Aber wenn man bedenkt, dass sie seit Säugling an von den Kultisten großgezogen worden ist, wie könnte sie anders sein, ne? Ich kann nichts versprechen. Ich bringe Deimos zurück. Sollen wir ihr so positiv zureden? Es ist zu spät, ja, das werde ich jetzt nicht tun. Ich kann nichts versprechen. Komm, wir reden ihr gut zu. Ich bringe sie zurück. Was auch passiert. Ja, tot oder lebendig. Es ist ernst, Alexios. Wir kriegen vielleicht keine zweite Chance. Ich verstehe. Sie muss inzwischen erkannt haben, wer die Kultisten wirklich sind. Es spielt keine Rolle, was du dafür tun musst. Bring deine Schwester zurück. Du musst. Nichts kann mich aufhalten. Ich sollte Brasi das nicht warten lassen. Gib Acht, Alexios. Vollgas, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Ein blutiges Festmahl haben wir abgeschlossen. Die neue Quest, die Schlacht um Pylos, Freunde. Sehr schön. Okay, Freunde, das mit Sparta hat sich erledigt. Sehr gut sogar.
Muss ich zugeben, hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Brasidas möchte mit uns nach Pylos reisen. Deimos, unsere Schwester Cassandra, soll dort sein und kämpft gegen die Spartaner auf der Seite der Athener. So scheint es zumindest. Da, die Spartaner saßen bei Pylos in der Zwickmühle und Brasidas wollte, dass Alexios sich mit Sparta zusammenschloss, um das Schlachtglück zu wenden. Gerüchten zufolge kämpft Deimos für die Athener. Ja. Sprich am Schreibtisch mit dem spartanischen Befehlshaber. Wir werden die Sache mal angehen. Ein wenig Zeit haben wir ja noch. Ja, und schauen mal, was da los ist. Würde ich gerne mal wissen. Unser Ziel ist 3500 Meter entfernt. Das ist schon ein ganzes Stück, Leute. Vielleicht können wir da... Junge. Da muss ich hin. Ich porte mich hier rüber und dann muss ich hier leider rüberlaufen. Ist nun mal leider so. Wir sehen uns bei der Bucht des Hades am Zielort. Ja, ich schneide das mal ein wenig raus. Bis gleich. Freunde, unser Ziel ist noch 70 Meter entfernt. Komm schon. Ich steig mal hier bei ihr ab. Die ganze Insel steht schon in Flammen, aber das scheint hier der spartanische Vorposten zu sein. Wir reden mal. Wo ist er? Befehlshaber. Wir haben eine Schlacht zu führen, Leute. Wo ist Brasidas? Was willst du von ihm? Er ist ein Freund. Ach so, okay, komm, sag ich doch. Ich kämpfte mit ihm. Als Freund? Ja, von ihm und von Sparta. Jetzt bring mich zu ihm. Halt, ich habe Befehle. Wache stehen und auf Verstärkung warten. Sie ist zwei Nächte überfällig. Ich bin die Verstärkung, Junge. Da kommt zur Auswahl genau das, was ich eigentlich auch sagen wollte, ne? Ich bin die Verstärkung. Du musst nicht länger warten. Ich bin da. Du? Die Athener gehen uns wie Hunde an die Kehle. Du redest nicht mehr so, wenn du die gesehen hast. Da bin ich aber anderer Meinung. Sehen Sie nur nach den Fährmann. Gut gesagt, Krieger. Hoffentlich kämpfst du so gut, wie du reden schwingst. Komm, wir gehen zu Brasidas. Was wirst du noch feststellen, mein Freund? Ja, wir haben wirklich eine große Fresse. Ne? Aber wir haben ja auch was drauf. So ist es ja nicht. Fantastisch. Wir können also direkt kämpfen, bevor wir Brasidas treffen. Okay, komm. Vollgas. Ich metzel jetzt erstmal alles hier nieder. Weg. Jetzt habe ich allerdings die Attentatsfähigkeiten ausgerüstet. Ich wusste auch nicht, dass ich jetzt sofort in so einen Kampf reingehe. Okay, ich brauche ein paar andere Fähigkeiten. Ares Schlachtruf muss drinne sein. Nein, was mache ich denn? Ach, scheiße, was war denn das jetzt für eine Fähigkeit, die ich da hatte? Ja, moin. Hier die. Okay. Ares Schlachtruf. Dahin. Heilen habe ich drinne. Genau, das habe ich auch drin. Das habe ich auch drinne. Ring des Chaos habe ich nicht drin. Dahin. Das wird ein Spektakel, Leute. Rein ins Gemüse. Zack. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufdrehen, Leute. Ja, mit deinem Schild. Eine letzte Anstrengung. Ring des Chaos, Jungs. Jawohl. Den kümmere ich mich jetzt auch mal nebenbei. Jetzt kommen wir einen Ansturm in die Menge rein, ja? Jawohl! Sieht aber gut aus. Sieht richtig gut aus.
Der hat wieder gesessen. Jawohl, Ikarus, komm zu dir. Ich liebe den kleinen Vogel. Jawohl, das hat den zerfetzt. Drei Mann, da kommt er. Sieht okay aus, ne? Okay, das ist so ein Hauptmann-Typ, den muss ich auf jeden Fall haben. Jawohl. Sehr schön. Brasidas, wo bist du, Junge? Jawohl, mein Freund. Komm, lass uns kämpfen. Demos. Oh nein, Brasidas, nein. Boah, mach das nicht, Alter. Nein, Brasidas. Dieser Kampf ist zwischen dir und mir. Und es ist einer, den du nicht gewinnst. Ein Schlagabtausch mit dir, Schwester Schön. Wenn Brasidas stirbt, ist ein guter Dein. Deins und das all deiner Freunde. Jetzt müssen wir auf Draht sein. Wir müssen auf Draht sein. Komm. Wir hören nicht auf. Ich will dich nicht töten, Cassandra. Weg, 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 weg. Das ist gefährlich. Wo hast du was geraucht? Komm her. Zack. Ich weiß, dass es noch nicht so weit ist, dass wir sie wirklich töten, aber so einen kleinen Fight, ne, können wir uns schon liefern mit ihr. Haha, was war das denn Geiles? Hier läuft hier was drauf, wa? Komm schon! Scheiße. Ja, ja, die hat auch ihre Tricks. Scheiße, die hat mich echt noch getroffen. Jawohl. Und jawohl. Komm. Ich musste mich mal heilen. Ich muss mich unbedingt mal heilen. Das ist aber meine Chance. Sparta, Junge. Mädchen meine ich. Oh oh. Was ist das denn? Lull. Die haut hier voll die krassen Moves raus, wa? Ja, ich darf nicht vergessen, dass die was drauf hat. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen auf Distanz. Komm, Ares, Schlachtruf. Nein. Nein. Heilen. Mann, roll doch da weg. Scheiße. Wenn wir weitermachen, einer von uns sterben. Das ist nicht geplant, dass ich hier besiege. Wow. Hm. So geht's natürlich auch. Das war's aber nicht. Du hast dich entschieden. Warte. Ja, ich versuch's mal, ja? Ich möchte sie unbedingt dazu bewegen, sich wieder meiner Familie anzuschließen und mal wieder ein vernünftiges Leben zu führen. Ist ja immer noch unsere Schwester. Auch bei den ganzen Mist, den die gemacht hat. Aber ich will wissen, ob es überhaupt möglich ist, sie zu bekehren. Ja? Warte. Wir waren ohnmächtig, ja. Uns hat der Baumstamm auch getroffen, genauso wie Demos. Wart, wir hängen in der Zelle. Wir sind gefangen, Leute. Ich habe mich schon gefragt, wann das passiert. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Was? Wieso hast du mich nicht getötet? So ist das nicht gewesen. Ich sagte, komm mir nicht in die Quere. Und doch bist du hier.
Also was? Ich bleibe gefangen, bis man mich tötet? Das ist der Plan. Außer ich komme da rein und töte dich, wenn mir danach ist. Aber vorher, sag mir, was du weißt. Ich dachte, der Kult hätte dir alles gesagt. Klingt, als wärst du auf ihrer Seite, aber sie nicht auf deiner. Naja, da ist was dran. Ich bin eine Spielfigur? Dann beweise es mir. Erklär mir, wo ich falsch liege. Überzeuge mich, wenn du kannst. Was möchtest du denn wissen? Alles, was du für wahr hältst. Aber danach töte ich dich. Warum habt ihr mich auf dem Berg in jener Nacht verlassen? Das liegt ihr in den Knochen, nicht? Der Kult ist verantwortlich. Wir haben dich nicht verlassen. Wegen der Prophezeiung. Der Kult ist verantwortlich. Wenn ich ihr das sage, glaubt ihr mir das natürlich nicht. Aber wir wissen, dass die verantwortlich sind. Es war alles so geplant. Verdammte Scheiße. Wegen der Prophezeiung. Ja, ich nehme mal das letzte, ja? Der Kult ist verantwortlich. Frag die, die meinen Tod wollen. Die dich wie eine Göttin behandeln. Du wagst es, die zu beleidigen, die mich nicht sterben ließen? Aber sie ließen dich doch von der Klippe werfen. Ich führte sie zum Sieg. Du glaubst, sie würden ihre eigene Heldin töten? Malaka. Malaka, ja, ja. Du bist eine Waffe des Kults. Der Kult benutzt dich. Der Kult wusste, dass er verliert. Ja, das erste oder das zweite? Der Kult benutzt dich. Dass sie eine Waffe des Kults ist, weiß sie auch selber. Du wirst benutzt. Du wärst jetzt nicht hier mit mir, wenn du glauben würdest, dass sie dir die ganze Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, hätten sie nur einen Soldaten gewollt, es gibt Tausende. Sie wollten mich und nur mich. Oh mein Gott. Der Kult will die Welt beherrschen. Der Kult will unsere Familie zerstören. Der Kult will die Zukunft beeinflussen. Die wollen alles davon. Aber was soll ich sagen? Das weißt du vermutlich selber. Will die Zukunft beeinflussen, das weißt du vermutlich auch. Will unsere Familie zerstören. Ja, insgeheim wollen sie die Blutlinie ja zerstören. Oder sie können diese Blutlinie, die Kraft, die in uns wohnt, wir sind ja so eine Nachfahre von den Atlanta mehr oder weniger, von dieser Urzivilisation. Ja, die muss übrigens auch. Wenn sie die nicht kontrollieren können, werden sie sie zerstören. Das scheint sie nicht zu wissen. Ich würde das zweite nehmen. Sie wollen unsere Familie töten. Uns alle. Niemand bleibt übrig. Dann sag mir, warum ich noch hier bin. Sie Weil man sich benutzen hin. Kann. Sie formten dich zu ihrem Vorteil. Und bauten eine Maschine. Ihnen ist egal, was aus uns wird. Ja, begreift das endlich mal. Wir haben nach dir gesucht. Cleon. Und hier bist du. Beim Bodensatz. Es war ganz schön laut. War nicht. Dann geh! Jetzt! Du hast hier nichts zu suchen, Mädchen. Husch, husch. Du mit ihm, was immer du willst. Hundchen. Das habe ich vor. Nun geh. Vergiss nicht, dass du dich selbst eingesperrt hast. Daran würde ich mich erinnern. Du musst das verstehen. Es ist zum Wohle Athens, Alexios. Herakles hätte die ganze Stadt in die Armut gestürzt. Die Menschen lebten im Elend. Also ließt du ihn ermorden. Man muss schon einige Eier zerschlagen, um das perfekte Dotter zu finden. Er war nicht der Richtige. Drecksschwein, Alter. Der hat die ganze Meute, der hat Athen, die ganze Bevölkerung gegen Perikles aufgehetzt. Die ganze Zeit. Und er ist auch einer der Kultisten, ja. Also bist du eine andere Art Anführer. Du bist auch nicht der Richtige. Also bist du eine andere Art Anführer. Ja, ich versuche mal seine Hintergründe erfahren. Ne? Dann gehst du die Dinge anders an als Perikles? Ich bin von Freunden umgeben. Die Menschen vertrauen mir. Sie wissen, dass jeder Erlass und jedes Gesetz nur ihrem Wohle dient. Und sie werden entzückt sein von meinem Plan. Komm in die Zelle. Du bist hier, um mich zu töten, oder? Mal sehen, was passiert. Zu meinem großen Glück gibt es andere Brände, die ich löschen muss. Man spricht von einer Revolte. Was, jetzt schon? Das Ding schnell. Tote rebellieren nicht. Kommt rein, Jungs! Wie kannst du es mit einer Gruppe von Rebellen aufnehmen, wenn du schon Angst vor diesem einen hast?
Der Akt an sich liegt nicht in meiner Hand. Es wurde abgestimmt. Was habe ich dir gesagt? Die Menschen gaben mir ihren Segen. Ich nutze ihre Macht. Du dienst nur ihren Zweck. Die Menschen haben ihr Schicksal gewählt, Alexios. Und sie wählten mich. Als Werkzeug. Verpiss dich, Claire. Gib nicht mir die Schuld. Das Volk von Athen hat gesprochen, ganz ohne mein Zutun. So begegnet man einer Rebellion. Sie wissen nicht, wofür sie gestimmt haben. Du halfst mir in Athen, sogar freiwillig. Wenn du doch nur etwas mehr wie deine Schwester wärst. Zu schade. Der Kult gewinnt, Alexios. Nun muss ich mich um das Schiff nach Mytilene kümmern. Mytilene. Die Einwohner werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Danke für die Information. Und jetzt kriegt ihr also erstmal auf die Fresse. Hast du gerade an einen Kollegen aufs Maul gehauen? Haha. Jawohl. Bams, komm her. Zack, 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 zack. Du bleibst erstmal liegen. Oh mein Gott, das tut weh. Wow, hat der den Schwinger kassiert. Genau, gefällt mir das. Und tschüss. Ihr Idioten. Oh, die Knöchel sind auf jeden Fall. Barnabas? Barnabas! Du bist ja richtig gut, Junge! Gerade recht. Interessant. Und Sokrates ist auch da. Vielleicht ist doch der Tod der größte Segen der Menschheit. Oh mein Gott, der Philosoph. Du kannst einen richtig nerven, aber der ist super, der Typ. Ein Versuch war's wert. Und es ist der Gedanke, der zählt. Den Göttern sei Dank, dass du lebst, Alexios. Wenn das nicht die letzten Wachen waren, dann sollten wir jetzt gehen. Und zwar geschwind. Ich bin ganz deiner Meinung, mein Freund. Wir müssen über Kleon reden. Sokrates kam dem Malakas auf die Schliche. Wir wissen, was er vorhat. Fass dich kurz. Seine Ausrüstung, Barnabas. Lass uns auf dem Schiff weiter quatschen. Ich will raus aus diesem Rattenloch. Komm, Barnabas. Alexios, triff uns bei Pericles Anwesen. Dort werden wir alles Weitere besprechen. Die Stufen des Parthenons sind lang und wurden mit Leichen errichtet. Ein weiterer Kultist ist freigeschaltet worden. Wunderbar, meine lieben Freunde. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen Weisen, der letzte. Der letzte dieser Idioten hier. Und Deimos natürlich. Aber ganz ehrlich, wir sind doch schon ein wenig zu ihr durchgedrungen, oder nicht? Die macht sich auf jeden Fall Gedanken. Warum wäre sie sonst zu uns zur Zelle gekommen, ne? Es scheint, dass da noch nicht alles verloren ist, was die Schwester betrifft. Wir werden mal weiter bei ihr rumstochern. Und wer weiß. Und wer ist das hier? Den haben wir immer noch nicht gefunden. Wir brauchen noch zwei Hinweise. Kleon ist der nächste, den wir ausschalten werden. Oh, das wird noch richtig spannend. Das wird richtig spannend. Ich freue mich da riesig drauf. Oh, wir sind draußen. Quest abgeschlossen. Athenische Gardinen. Ich werde diese Folge aber an dieser Stelle jetzt mal beenden müssen, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns mit Pericles, also mit Sokrates treffen in Pericles Residenz und dann werden wir die ganze Sache mal angehen, was da geplant ist. Barnabas weiß Bescheid, was Kleon vorhat, entschuldigt. Und wir werden Kleon jagen. Bevor jetzt dieser Kopfgeldjäger kommt, werde ich diese Folge hier an dieser Stelle beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.